Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar Tomb Raider, also genauer gesagt Shadow of the Tomb Raider. Der dritte Teil von der Tomb Raider Reihe. Den ersten Teil habe ich auf der PS3 gespielt, den zweiten Teil, also Rise of the Tomb Raider, habe ich auf der PS4 gespielt. Und den dritten Teil spiele ich jetzt am PC. Machen wir gleich mal neue Spieleinstellungen, habe ich schon ein bisschen durchgemacht. Schwierigkeit. Oh. Ja, ich nehme einfach. Achso, das ist schwer, sehr schwer. Normal. Ich mache normal. Geländeschwierigkeit. Rätselschwierigkeit. Das kann man alles einzeln einstellen. Ich mache alles mal auf normal. Schauen wir mal. Shadow of the Tomb Raider. Lädt schon lang. Aber die Grafik soll ja in dem Spiel atemberaubend sein. Mal schauen. Auf YouTube jetzt wieder nicht, weil YouTube wieder die Qualität niedermacht. Aha. Das stand bei Assassin's Creed auch immer da. Mit verschiedenen religiösen Hintergründen und so. For our friend Mike Sherlock. Herz pochen. Square Enix. Crystal Dynamics. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Wir müssen rausbringen! Spinnst du? Vergiss es! Jonah, wir müssen! Lara, bist du völlig verrückt geworden? Wir haben keine Wahl! Spring doch nicht aus dem Flugzeug! Ladung tat bestimmt weh. Zwei Tage zuvor. Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Ach, da. Hä? Ach. Okay. So. Ah.
Oh, das sieht schmerzhaft aus. Nichts leichter als das. So. Klettern wir jetzt nach oben oder klettern wir gerade auf den Bauch? Ich bin gerade nicht so sicher. Oh ja, den netten Mann hier, den geht's nicht mehr so gut. Jonah, ein schwaches Licht. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Und... was? Achso, W und dann... Ah ja. Gut. Die traut sich, aber ist ja auch clever, ne? Da auch hoch? Wow, ich bin keine 5 Minuten im Spiel. Ja, doch, 8 Minuten jetzt, aber wow. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Sieht schon jetzt Hammer aus. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter.
verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, das brauche ich nicht! Komm jetzt! Los, los! Also wenn das Foto schön geworden ist, dann fresse ich einen Besen. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. So, jetzt aber mal richtig, nochmal herzlich willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Wir sind in Mexiko gerade. Ich gehe mal irgendwie Nacht der Toten vielleicht irgendwie sowas. Weil die alle diese Totenmasken aufhaben. Es sah wunderschön aus, jetzt schon die ganze erste Sequenz, alles top. Ich weiß, wenn ich dieses Video jetzt auf YouTube hochlade, dann sieht es schlechter aus. Also YouTube macht die Qualität von jedem Video von mir schlechter. Das ist... Irgendwie kriegst du erst gute Qualität, wenn du 1000 Abonnenten hast und ja, wisst ihr ja selber. Bis dahin schränken sie die Qualität der Videos ein, also ich habe es eigentlich hier in Ultra HD aufgenommen. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um.
Jemand muss etwas wissen. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, das ist ein Storyspiel, wo ich nicht viel reden werde und nicht viel reden kann auch, weil so viele Zwischensequenzen und so viele Dialoge kommen. Da werde ich relativ ruhig spielen. Suchen wir weiter. Eher das Spiel einfach genießen. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind ihr Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Da will ich jetzt nicht direkt hingehen, oder? Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Soll ich da jetzt hingehen? Ja. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden, das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Genauso wie sowas, Leute, werde ich einfach durchlaufen lassen. Sie liest es vor, dann muss ich es nicht vorlesen. Ich kann sowieso nicht so gut vorlesen. Wenn die Lara das selber vorliest, ist super. Dann lasse ich es einfach mal durchlaufen. Ihr könnt ja mal skippen, wenn es ist. Aber ich finde es schön. Ist ja ein Storyspiel, ne? So, jetzt. Was muss ich eigentlich direkt machen? Halt da mal durch. Vorsicht. Entschuldigung. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Komme ich da durch und lasse mich abknallen? Ja, du hast recht. Ja, da komme ich durch. Das ist super. Mein Fehler.
sieht schon mega gut aus, ne? Sehr detailhaft. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Mir würde das eigentlich Sorgen machen, wenn er einfach bei Nacht der Toten da einer mit einer AK rumlauft oder sowas. Dann mir echt Sorgen machen als Einwohner und Bürger. Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Mhm. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Tja, wenn die wüssten, dass ich schon ein Meter neben denen war. Hey, dem los. Aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Hä? Hey. Ah! Lo siento! Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Tab-Karte anschauen. Aha. Aha. Oh. Oh, okay. Ja, die sieht ein bisschen anders aus wie in den Vorgängern. Da komme ich nicht lang. Ja, ich muss wahrscheinlich darin. Ob man die Lichter ausknipsen kann? Und dann hoch zu klettern. Hey, wieso hat sie den schönen Poncho ausgezogen? Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Kann man dich denn retten? Die wollen gerade anscheinend irgendjemanden hinrichten. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. F. Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. So, das muss ich schnell erledigen.
dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Wollt ihr gerade Trinity ihre eigenen Leute killen? Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rook. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Kann ich mich irgendwie an die Wände lehnen? Nee, das macht sie, glaube ich, dann automatisch. Aber das war auch nicht... Oh, was ist hier? Ah. EP gefunden. Das ist ja nochmal EP hier. Und ein bisschen Bergungsgut. Und da geht's weiter. Schauen wir uns erstmal nochmal ein bisschen um. Von da komme ich ja. Gut, da haben wir alles geguckt. Da war ich da oben. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Oh. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Das ist unter Wasser. Soll ich da jetzt einfach reinspringen oder was? Nee. Ich muss da runter. Halt, da ist nochmal Bergungsgut, das nehmen wir mit. Oh, falsche Taste. Aha. Wow. Oh. Abseilen drücken. Sich an. Abseilen. Okay, das müsste gehen. Ah ja. Hallo, nicht wegbrechen. Oh. Alles klar. Wey. Hier ist Wey. Commander Rook. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Ich kann deren Funk abhören? Aber nicht Bodennähe. Doch, das ist Bodennähe. Ja, genau. Fall da noch fast runter. Oh Gott. Ich glaube, ich muss nach links, oder? Aber... Ah ne, war schon richtig. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs, oder? Mit dem Abseilen ist cool. Das gab es in den vorherigen Scheiße. Teilen noch nicht. Okay. Ich schaff das. Und? So. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Klar. Mhm. Es hat sowas nie jemand aufgefallen sein. Welche Statue eigentlich? Hä?
Achso, ich muss halten. Okay, okay, okay. So, Schwung holen und... Way. Das ist es. Ja, genau. Gleich zielen. Was für ein Ausblick. Ich überlege gerade, mache ich die Folgen eine Stunde lang oder 30 Minuten lang? Also die erste Folge mache ich mal ein bisschen länger. Ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. So, die haben gesagt, Tab, da kann ich auch. Was gibt's denn hier so alles? Pfad, ja. Lara's Notebook. Aha. Herstellung. Okay. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ratten? Okay, dann nicht. Oder? Oh, ein bisschen Bergung ist gut wieder. Wandgemälde. Untersuchen Sie die Wandgemälde, um Ihre alten Dialekte zu verbessern. Okay. Bleib weg, blöde Ratte. Oh, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Alter. Ah. Jawohl. Ich wollte es nur mal gemacht haben. Hätte ja sein können, dass es eine Trophy gibt oder sowas. Oh. Alles klar. Das sieht schwer. Das hätte ich kommen sehen müssen. Hätte ich? Ich hätte niemals durch so eine Höhle gehen. Allein deswegen. Was ist das hier? Mhm. Ich muss da runtertauchen, aber vorher gucke ich mich ein bisschen um. Ich konnte doch oben irgendwie. Da war doch eine Stange zum Schwingen. Ja, genau, da hinten. Da ist eine Tür, war da auch eine? Nee. Da. Ah ja. Bevor ich dahinter gehe, gucke ich mal, was das ist. Da ist nichts. Aber da war was zum Aufheben, das habe ich genau gesehen. Keramikgefäß. Dieses präkolumbianische Keramikgefäß stellt offenbar die Unterhaltung zweier Götter dar. Die Glyphen zwischen ihnen sind nicht zu entziffern. Riecht leicht nach Pilzen. Mhm,
Doch, die hat recht. Riecht ihr das auch? Ach, von hier bin ich gekommen. Fehlende Ausrüstung. Das verstärkte Messer brauche ich. Ob wir dann nochmal herkommen müssen dann? Oder ob ich das schon verpasst habe? Ich glaube aber nicht. Ja, wobei, ich musste irgendwie lang, ne? Ja, wobei, nee, ich konnte ja auch tauchen, ne? Yeah, da werde ich noch so oft sterben, weil ich aus Versehen irgendwo hinspringe. Halten, um auf, Alles klar. Ich denke, vorher wäre nicht so ein Loch gekommen. Da hast du doch keine Chance, dann da verreckst du. Und das nur, weil du irgendwo lang getaucht bist und nicht mehr zurückkommst. Bleib weg. Ih, das muss so ekelhaft sein. Jetzt wird's ganz schön kritisch, genau das meine ich. Knappes Ding, ich sag's euch. Erstmal das, weil er uns so angelächelt hat. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Oh. Habe ich schon gesehen. Aus der Ferne. Das habe ich schon in anderem Raum gesehen. Fehlende Ausrüstung. Ach, das ist vielleicht die Wand. Ja, das wird die Wand gewesen sein. Wow. Oh. Alter, ich hab's doch gesehen, weil da irgendwas stand. Boah. Alter. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich nur mit Absicht, um euch mal zu zeigen, wie das ausschaut, wenn wie die Fallen so sind. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Halt, was war das? Oh wei, oh wei. Ich glaube, da werde ich noch viel Zeit in dieses Spiel investieren, um alles zu sammeln. Ich sag's euch. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Oh Gott. Bleib. Oh. Ah ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss warten, bis ich wieder dort bin. Ja.
Und muss man schnell reagieren, glaube ich. Halt, da ist irgendwas. Hartholz. Kann man wieder Pfeile craften? Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Wundert mich eh, dass wir noch Funkkontakt mit ihm haben. In der Höhle. Schauen wir mal da oben. Oh, Gold. Golderz. Gefunden. Plattform beschweren. Achso, damit das nach oben geht. Schieben wir das mal. Den muss ich mich jetzt aber gleich beeilen, glaube ich. Oh, wobei. Halt. Da blinkt was. Wow, 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 wow. Nein, 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 oh Gott. Ciao, ich gehe da mal lieber runter. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Okay. Verbinden. Das ist jetzt die Frage. Da unten ist was zum Sammeln, das sehe ich genau. Wie komme ich da hin? Irgendwie muss ich da hinkommen. Die Falle da hinten, die habe ich schon gesehen. Da laufe ich diesmal nicht rein. Boah, es sieht aber schon Hammer aus, ne? Hammer. Wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich dann da hin? Nee. Ich traue mich auch nicht. Seht ihr die Falle? Oder was auch immer das sein soll? Da. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Aber mich würde es interessieren. Kann ich das da kaputt schießen? Nö. Okay. Die Glockenplattform hängt fest. Das kann ich doch irgendwie kaputt machen, das hier. Dann da irgendwie rüberlaufen und das holen. Also muss ich das schwingen. Warte, jetzt muss ich hier erstmal rüber. So. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Hol mir erstmal dieses ganze Sammelzeug. Upsala. Ich wollte Q drücken und nicht... Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, das ist ja... Nö, das geht nicht. Ah, das kann ich durchschneiden. Dann kommt...
Was passiert denn dann? Das kann ich auch nach unten schieben. Ach, schieben wir das erstmal nach unten. Dann schneide ich das Seil mal durch. Guck mal, was da passiert. Nichts. Ist gut. Ja, das ist super. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, das ist mir schon klar, dass du die Trümmer zerstören musst. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nur nicht wie. Okay, das kann ich nicht mehr bewegen. Gar nicht mal so einfach. Oh. Hier ist nichts mehr. Ich dachte es ja irgendwie drehen, da hochziehen und dann... Aber was dessen das damit zu tun hat, ich verstehe es nicht. Einen Moment und einmal ziehen. Geht nicht. Wenn... Ach, da ist ein Rad, ich Depp. Pass auf. So. So. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Warum kippt der jetzt um? So ein Chaos. A, A, D, A, D, A, D, A, D, A, D, A, D. Geht nicht. Der Wagen kippt um. Und was jetzt mit dem? Ah, so. In die andere, jetzt kapiere ich's. So. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. So, so. So. Und jetzt nach oben ziehen. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Und jetzt einmal F. Und schon kommt man da hoch. Wunderbar, geil. Easy, kein Problem für uns. Manchmal musst du echt schnell schalten. Gibt's hier was zum Sammeln? Ja, das sehe ich doch. Perfekt, habe ich da. Ich habe da schon wieder irgendwas liegen lassen. Ah nee, das ist. Ach, keine Ahnung. Muss man ganz schnell E drücken. So, abseilen kann man sicher. Wunderbar. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein.
Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Halt. Sie sind unterwegs. Das nehme ich noch mit. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Ich finde es immer so schön, dass du einen ewig langen Weg in eine Höhle rein hast, aber immer so einen direkten, schnellen Weg raus. Finde ich immer faszinierend. Ah, alles gut. Und sehr hilfreich. Mist. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag. Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Gelbe sind isoliert. Also wenn ich den jetzt Nahkampf töte, kommst die anderen nicht mit, oder? Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Fast geladen. Jetzt schon? Wartet. Ich sehe nach, was das war. Ich habe ein komisches Gefühl. Nein. Ist nicht. Komplett richtig. Komm schon, wir haben zu tun. Ich hab dich! Ich glaube, das hat jetzt das. Du hast keine Privilegien mehr. Boah, das war super. Hier ist Gamma wieder.
Station Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Und Städte gesichert. Das sind zu skrupellose Leute. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rourke und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Ich finde es super, dass das, Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen, aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Nein, jetzt hat... Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Ah, verdammt. Scheiße. Du bist allein. Oh nein. Ich bin tot. Oh Gott. Weiß nicht, soll ich jetzt neu laden oder sind jetzt alle alarmiert? Gerade wollte ich noch sagen, wie toll ich das finde, dass das so gelb markiert wird, welche Leute ich sehe und welche, also welche Alarm verursachen und welche nicht. Einmal nicht drauf geachtet, ne? Weil er war gelb, wo ich das letzte Mal geguckt habe und im nächsten Moment war er nicht mehr gelb. Anscheinend, als ich ihn gekillt habe. Okay. Sichtung bestätigt. Es ist Croft. Angriff. Dominguez will sie lebend. Sie tötet unsere Leute. Scheiße. Verstanden. Ziel gesichtet. Ich wechsle die Position. Habt ihr immer Angst? Ah, nein. Leute, wir brauchen sie leben. Schmeißen wir erst noch einen Molotov-Cocktail, oder? Wie kann ich Medizin nehmen? Geht das irgendwie? Das wird dich raus. Hallo. Scheiße, da sind noch mehr. Hoffentlich waren das alle. Ja, waren's. Kriegen wir hin. Oh, da ist noch ein Bergungsgut. So, erstmal gucken. Aha. Haben wir da irgendwas? Die Flasche, die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich wollte es eigentlich heimlich machen, aber hab's halt verkackt in dem Moment. Brauche ich nicht. Aber das brauche ich. Das ist nicht schlecht. Hä? Bisschen Munition. Ich muss mal schnell die Leichen ein bisschen durchsuchen. Ja, muss ich jetzt direkt dadurch oder bei da oben? Alter, ich dachte mir, was ist denn das für ein Licht, aber. Weil da gibt es ja auch eine Leiter. Wollte ich mal hochgucken. Mhm. Benzin könntest werde ich glaube ich nicht brauchen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja.
dachte eigentlich gerade, dass ich einen Bogen habe. Wo ist mein Bogen? Ohne. Eine G36, alles klar, okay. Eine Schrotflinte habe ich auch dabei. Eins ist mein Bogen. Da ist sie! Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Was hat die da hinterm Rücken? Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Okay. Ich schwimme nach rechter Seite hier. Tja, die ganzen unschuldigen Menschen hier hat sie eigentlich auf dem Gewissen jetzt. Oh Mann. Ich hätte da echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt sie wäre.
Komm schon. Ah. Ach, da geht's weiter, oder? Wollt nicht sehr... Oh nein. Nimm halt dein... Ich wollte gerade sagen. Ich muss höher hinauf. So, natürlich macht wunderbarer Weg hier. What? Der uns hier bereitgestellt wird. Aber richtig geil gemacht. Ich weiß nicht, die Steam-Errungenschaften, die ich immer kriege, ich glaube, die sind in der Aufnahme ein bisschen... In der Aufnahme wackeln die so. Nicht so. Ein bisschen nach rechts. Scheiße! Nein, nein, nein! Doch, doch, doch. Kann ich da nicht rein, oder was? Ah! Das meine ich. Wieso hat die jetzt einfach losgelassen und ist nicht mehr auf die Seite gesprungen? Jetzt müssen wir den Tod des armen Jungen nochmal angucken. Unbedingt rein wollte. Ich glaube, ich hätte einfach nur... Nein! Verdammt! Scheiße! Ja, weil ich da rein wollte, aber ich glaube, ich musste einfach nur weiter. Okay. Ich raff's nicht. Auf ein drittes. Also, da muss ich da doch rein. Uah. Ich mag sowas. Das habe ich schon in Assassin's Creed so gehasst. Dieses Seitwärtsspringen. Bin ich immer verreckt, weil der immer was anders gemacht hat, wie ich wollte. Nach oben. Jetzt. Jonah! Jonah! Lara! Ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen.
Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Recht hat er. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Amazonas, Peru. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kuvakiaku absetzen. Dann los. Was machst du? Ich gehe ans Steuer!
So, diese Folge hat eh schon extreme Überlänge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich extrem auf die nächste Folge. Ich will hier einfach nur im Dschungel noch ein bisschen rumlaufen und alles erkunden. Und es sieht einfach wahnsinnig gut aus. Sieht einfach wirklich alles sehr schön aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss!